Okay, ich bin jetzt auf dem Heimweg. Ich war gerade 3 Stunden unterwegs und habe ein paar geile Clips gefilmt, die ich gleich zu einem Schnitt-Edit zusammenschneiden werde. Ich mache jetzt die Anmoderation auf dem Weg nach Hause. Warum ich laufe, werdet ihr gleich sehen. Und ich wünsche euch viel Spaß. Schon geil. Also, ob man es glaubt oder nicht, ich bin angekommen. Ich habe mir jetzt einen Spot rausgesucht, an dem ich letztens auch schon war. Ist einfach nur diese Bank. Wand und hier sind ein paar kleine lustige Features. Eigentlich ein ganz geiler Spot, nicht weit vom Haus entfernt. Gibt es nur ein Problem, da vorne steht fette Polizei. Jetzt hoffen wir mal, dass ich nichts Illegales mache. Ich würde ganz einfach anfangen und probieren, darauf zu springen. Oder irgendwas fancy ist hier runter vielleicht. Wenn man... Also was ich definitiv machen will, ist ein Tire-Tap von hier bis ins Flat. Okay, ich hoffe, man kann nicht hören, das ist dezent windig. Erstmal hier vorne rauf zu springen und hier erstmal runter, um mich einzufahren. Okay, das war natürlich jetzt ein bisschen unspektakulär, deswegen probieren wir noch ein paar andere Sachen. Also, ich habe schon mal geguckt, die Box da hinten ist komplett nass, da kann ich leider nichts drauf machen. Allerdings habe ich doch so eine Idee. Also, so Side-Up auf die Bank und dann von da aus auf die Mauer. Und dann irgendwas Lustiges runter. Mal gucken. Hier rauf, da rauf, irgendwas runter. Ich glaube, ich will mal diesen Tire-Tap, den ich gerade angepriesen habe, muss so gezogen, wo ich die Kamera einstelle. Okay, ich hoffe, man kann mich verstehen. Das ist wirklich, ich kann nicht genug sagen, wie windig es ist. Also, hier vorne rauf, hier und dann hoffentlich einen Tire-Tap runter. Hier probieren es mal. Da gut aussah. Ich würde sagen, ich nehme euch einfach mit. Ich nehme euch einfach mit in die Richtung. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Und wir gucken mal, vielleicht einen anderen Spot finden, den man ein bisschen besser fahren kann. Ja, let's go. Okay, wir sind jetzt auf dem Weg, oder ich bin auf dem Weg. Ich bin alleine. Wir fahren jetzt einfach hier in diese Seitenstraße rein. Und ich habe keine Ahnung, was mich erwartet. Ihr werdet es ja wahrscheinlich gleich sehen. Was ich aber sagen muss, dass Amsterdam wirklich insane ist, was so Spots angeht. An jeder Ecke gibt es irgendwas. Was allerdings auch sehr verbreitet sind, sind Fahrradcops, beziehungsweise generell Polizei mit Fahrrädern oder so ein Shit. Deswegen mache ich mal die Kamera aus und begrüße euch wieder, wenn ich den Spot gefunden habe. Okay, ob man es glaubt oder nicht, ich habe es gefunden. Und zwar sind wir hier an so einer Gracht. Aber was ich jetzt hier gefunden habe, sind diese ganzen Baumstämme hier überall. Ab zu Berg hier rauf und rüber. Das war jetzt legit first try. Deswegen würde ich sagen, wir gehen weiter in die Richtung. Mal gucken, was wir noch so finden. Okay, hier ist so eine kleine Brücke, da muss ich mal drüber.
Das Geile ist, in Amsterdam ist alles fahrradgerecht. Das heißt, ich meine schön einhändig. Okay, nicht ins Wasser fallen jetzt. Und hin rüber. Okay, hier habe ich was Kleines entdeckt. Da vorne. Zoom mal ran hier. Da habe ich eine Idee für. Mal gucken, ob es funktioniert. Okay, das war jetzt nicht sonderlich krass, aber ich bin zufrieden damit. Ja, ich würde sagen, wir gucken mal, ob wir noch was finden. Halleluja. Ist schon eine echt schöne Stadt, ne? Was ich geil finde in Amsterdam, die haben überall diese Speedbumps. Und das ist wunderbar, um da einfach rüber zu springen, wie über so einen kleinen Table. Okay, wir sind jetzt einmal an der anderen Seite jetzt hier und sollten jetzt hier um die Ecke auf diese Bänke stoßen. Ich habe so ein paar Ideen, wie ich es machen kann. Wie man sieht, das ist halt wirklich... Das ist halt schon dafür gebaut. Ich habe obviously erstmal den Plan, das mit der Bank jetzt zu machen. Dann haben wir da vorne noch diese Banks, vielleicht noch ein paar Mauern. Also würde ich sagen, fangen wir mal hier an. So. Okay, wir sind ready. Okay, mal von der Seite. Okay, wir gehen mal weiter und gucken, was wir noch so finden. Okay, ich habe einen anderen Spot gefunden, aber ich glaube nicht, dass ich hier fahren kann, weil hier so ein paar Kinder hier chillen. Aber ich kann es immer probieren. Okay, ich habe hier Folgendes gefunden, das ist ganz schön komisch. Das ist eine Bahnstation, aber hier ist schon seit Jahren keine Bahn mehr gefahren. Was ich probieren werde, ist hier oben rauf, dann hier und dann probieren hier einfach rüber zu gappen. Ich stelle die Kamera einfach irgendwo hin und mal gucken, ob ich es schaffe. Okay, ich habe den nächsten Spot gefunden. Ich hoffe, ich falle nicht rein. Okay, ich bin echt zufrieden mit dem. Ich habe noch eine Challenge für den Spot, dann gehe ich zum nächsten. Und zwar gibt es hier diese Mauer, hier in die Ecke. Und ich gucke mal, ob ich an der Stelle, wo ich fliegen kann. Oh, fuck! Das war ein Mofa, Bro. Ich gucke mal, ob ich hier so hochkomme. Hier Anlauf nehmen, bergauf, up to back. Okay, das wird lustig. Hier ungefähr will ich rauf. Ich glaube, ich muss anstehen.
fuck. Okay, ich habe es mir gerade angeguckt, das Video, der war absolut hässlich. Ich glaube, ich kann es nochmal probieren, aber ich habe nicht mehr so viel Kraft left und es fängt gerade an zu regnen. Okay, ich stelle die Kamera diesmal auf den Boden. Mal gucken. Der war sick. Also als nächstes habe ich mir das hier rausgesucht. Wir fangen an mit etwas Einfachem, also erstmal ab. Mario, ich bin gerade dabei, deine Pedal-up-to-front-Technik zu probieren, aber Gott, ist die sketchy. Das ist mir nichts. Ich habe da wirklich Angst vor. Stattdessen meine Side-up-to-front, aber das war's. Okay, ich habe mir das Footage schon mal angeguckt. Dieser 360-Tile-Tip, der sieht so geil aus. Der sieht so geil aus, ich muss den eigentlich stehen. Deswegen probieren wir es nochmal. Probieren mal hier rauf, hier rüber einen Tile-Tip hier runter zu machen. Je nachdem, das so gut funktioniert hat, habe ich eine andere Sache. Und sage jetzt hier, diese Wand ist relativ hoch. Ich schätze, es so knapp über einen Meter. Aber nevertheless probiere ich darauf zu springen. Ich glaube, hier ist ganz gut. Ich habe diesmal Rückenwind, das heißt, okay, ich mache noch 4 Versuche. Wenn es dann nicht funktioniert, macht man mal was anderes. Komm, scheiß drauf, es ist es nicht wert, mich jetzt kaputt zu machen wegen so einer beschissenen Wand. Ja, ich lasse die Wand mal sein. Okay, was ich jetzt gefunden habe, ist dieser Park mit angehängtem Skatepark. Hier war ich auch letztens schon, da vorne. Entschuldigung. Es gibt ein paar Sachen, die ich probieren möchte. Einmal gibt es hier dieses einstellbare Gap, wo man gucken kann, wie weit man gappen kann. Da hinten gibt es was, das zeige ich jetzt mal kurz. Ich habe übrigens jetzt gerade meinen Fuß wirklich ordentlich wehgetan. Das tut ganz schön weh, aber noch habe ich genug Adrenalin, dass ich es nicht spüre. Ich will hier auf die Bank rauf und dann Bunnyhop rüber auf dieses Teil hier. Das ist, ich würde sagen, 2,50. Aussuchen. Ja, ich habe keine Ahnung. Ich stelle mir die Kamera auf, guck mal, ob ich es schaffe. Okay, ich glaube, so kann man alles gut sehen. Hier rauf, Bunny Hop rüber. Ich hoffe, mein Fuß macht dann mit. Und ich komme nicht kurz. Platten. Okay, ja, ich bin durch. Ich habe natürlich kein Flickzeug dabei. Das
heißt, ich laufe nach Hause. Ich hoffe nur, dass die Felge nicht kaputt ist. Aber sollte eigentlich passen. Die Spankrägen sind ja ganz schön stabil eigentlich.